Hey Jungs und Mädels und meine Damen und Herren aus ganz YouTube, heute mal ein etwas anderes Video. Denn ich habe in meinem letzten Community-Post auf YouTube gefragt, ob sich unter meiner Community ein paar Sonic-Fans sich irgendwo befinden. Und da ich nicht nur ein großer Zelda-Fan bin, sondern auch ein großer Sonic-Fan, würde ich sehr gerne euch super viel einfach von Sonic zeigen und generell wozu Sonic-Fans an sich fähig sind. Weil meiner Meinung nach, ich bin ganz ehrlich, ich finde bis jetzt von allem, was ich gesehen habe, finde ich, dass die Sonic-Community, was Modding angeht, die beste Modding-Community da draußen ist. Falls ihr aber eine krassere kennt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Aber heute möchte ich euch was ganz Cooles zeigen. Denn wir gucken uns heute die Dreamcast Sonic HD Mod an. Wie man schon sehen kann, ist der Classic Sonic und der moderne Sonic, beide sind die in der Dreamcast-Version von damals. Doch leider hat der Ersteller das Video über die Mod sowie auch den Link zur Mod gelöscht, was ein bisschen schade ist. Deswegen habe ich unten trotzdem in der Videobeschreibung einen Google Drive Link von jemand anderen verlinkt, damit ihr selber die Mod ausprobieren könnt. Also nicht nur das Aussehen wurde an sich geändert, sondern tatsächlich hat Sonic auch die Dreamcast Voice Lines oder zumindest ein bisschen die Stimme aus dem Dreamcast Sonic damals. Und auch das Ingame Overlay wurde geändert und alles mögliche. Wir gehen jetzt erstmal, gehen wir in Green Hill schön rein und dann wechseln wir rüber zu Classic Sonic, um zu gucken, wie es ist. Und dann machen wir am Ende nochmal eine andere Welt. Wir gucken mal welche. So, denn vor allem hier in Green Hill kann man ultra schön. Wow, ey, guckt euch. Warte. Wow. Ey, er sieht schon ultra cool aus. Das ist wirklich dieser Dreamcast Sonic, nur wirklich in HD-Texturen. Wahnsinn. Oh, und das UI an sich, also mit dem Turbo auch, mit dem Timer und mit den Extra-Leben, die sind alle von Sonic 06 damals. Das ist ein bisschen weird, aber ey, sieht die Modern-Version ultra cool aus. Auch mit dem Armband und mit den Schuhen. Oh, cool. Und auch das Rennen ist einfach vom Dreamcast Sonic. Das ist so cool. Oh, geil. Ich habe schon lange kein Sonic Generations mehr gespielt, deswegen fühlt sich das gerade so gut an, ihn zu spielen. Vor allem in dieser Pose, die er sich befindet, damals noch vom Dreamcast halt. Das ist so cool. That was cool, sagt er auch noch. Geil. Oh Mann, ist das schön. Das ist so cool. Dass nicht nur das Aussehen geändert wird, sondern auch ein bisschen das UI. Das ist ultra cool. Ey, also, das ist richtig gut gemacht. Vor allem auch mit dem leuchtenden Armband, was wir da haben und die Schuhe, ey. Also, wahnsinnig gute, gelungene Mod. Ich weiß auch gar nicht, warum der Entferner... Der die Mod gemacht hat, warum er sein Video entfernt hat und den Link dazu. Es ist mittlerweile voll schwer, also okay, nicht voll schwer, aber es ist einfach nur noch blöd, eher diese Mod hier zu finden, weil der Ersteller halt, wie gesagt, den Link nicht mehr hat. Das ist ein bisschen schade. Aber Alter, sieht der in 3D nochmal so cool aus. Und das spielt sich richtig gut. Oh, und beim Ducken... Und beim Ducken, habt ihr das gesehen? Da macht er eher eine Rolle. Als wie so, wie soll man das sagen, so ein Slide? Oh. Okay, das ist cool. Weil ich glaube, so normal in Generations macht er einfach so ein Slide. Okay, das ist richtig cool. Lass mal hier nach unten gehen. Und auch die Rolle hier ist an sich ganz normal. Also der Spin. Aber das ist auch cool. Das finde ich auch deutlich besser. Guck mal, hier die Pose. Wie cool. Ah, das gibt so richtige Nostalgie-Kicks, Mann. Das ist ultra schön. Und auch mit der Pose. Wie er in seiner Pose bleibt, wenn du dich gar nicht bewegst. Oh, und die Animation. Ey, super. Hammer. Hammer Mod bis jetzt. Lass mal jetzt gucken, wie es beim Classic Sonic aussieht. Okay, ja. Also Classic ist an sich eh ein bisschen kleiner als der moderne Sonic. Aber, boah, lass mal kurz stehen bleiben. Die Schuhe sind ein bisschen anders, kann das sein? Also klar, ist an sich ein bisschen kleiner. Aber ich glaube, die Schuhe, ich glaube, das ist dasselbe Design. Aber auch mit dem kleinen Sonic sieht es halt super cool aus. Warte mal, wenn er steht, dann macht er immer noch dieselbe Pose, ne? Ja, boah. Ah, das ist schon,
Das ist schon eine sehr gelungene Maus, also vor allem skinmäßig. Und auch hier beim Rennen. Da macht er nicht diese normale, also da hält er nicht so irgendwie die Fäuste zusammen, sondern er macht genau dieselbe Pose wie beim Dreamcast Sonic. Das ist cool. Oh, lass mal hier draufstehen. Oh. Warte. Da. Oh, cool. Ich habe auch Generations so lange nicht mehr gespielt. Das fühlt sich richtig gut an. So, das letzte, was ich gespielt habe und wahrscheinlich auch vieles, ist halt Frontiers. Aber hier nochmal an sich Generations so zu spielen, ist halt ultra nice. Komm, machen wir mal. Oh. Ich wollte einen Spin Dash, wollte ich einfach nutzen, um hochzukommen. Hopp. Und wenn es hier ein extra Leben. Zack. Und los geht's, runter. Und ich habe auch das Gefühl, dass da die Steps, also die Step Sounds, dass die deutlich anders sind. Als wie normal. Oh, jetzt bin ich komplett runtergefallen. Ui. Schön. An sich auch cool, dass da das ganze UI mit verändert wurde. Aber ey, Classic Sonic fühlt sich auf jeden Fall, also die Classic Level so mit dem Skin, mit dem Aussehen vom Dreamcast Sonic fühlt sich auch ultra cool an. Ich würde mal gerne sehen, wie sich City Escape, oder sollen wir Speed Highway nehmen? Lass mal City Escape nehmen. Und mal gucken, wie sich da das Zocken so an sich anfühlt. Boah. Geil. Vor allem auch hier mit den Posen. Fühlt sich richtig cool an. Hammer. Es fühlt sich an wie so ein Dreamcast Remake. Richtig cool. Wow. Go here, auf geht's. Zack, zack. Und noch da. Bam, bam, bam. Achtung, jetzt hier nicht runterfallen. Vor allem, du kriegst hier richtig dieses Stadtgefühl, ne, was du halt, ah. Also City Escape passt auf jeden Fall hier richtig gut dazu. Vor allem jetzt zum Video gerade. Unsere Turboanzeige ist fast leer. Und ab. Lass mir gucken, dass wir ein bisschen mehr Energie wieder kriegen. So, ein bisschen hier eine 2D-Passage, aber ist auch kein Problem. Und hoch da. Bam. Oh, stimmt, jetzt kommt der Truck. Oh, jetzt sieht man es schön nochmal von vorne. Guck mal. Ultra gelungene Mod. Was nochmal so ein anderes Aussehen einfach ausmacht, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Phase so lange ging. Oh, mein Turbo geht weg! Mein Turbo! Ich hätte ein bisschen mehr Ringe einsammeln sollen, aber es hat alles gut geklappt. Geil! Das macht so viel mehr Spaß mit dem. Es ist so ein anderes Gefühl, das ist so cool! Also ich mag diesen Sonic richtig. Lass jetzt noch hier City Escape als Classic Sonic ausprobieren. Ach stimmt, der slidet da ja nicht so. Er lässt sich da einfach quasi auf diese Rails rollen. Oh. Wo kommst du her? Stimmt, das habe ich ja komplett vergessen. Oh. Muss ja die Rolle machen. Stimmt. Aus dem Weg. Oh, da kommt jetzt schon wieder der Truck.
Renn! Classic Dreamcast Sonic, renn! Oh, da ist er wieder weg. Oh mein Gott, stimmt, der kommt ja hier. Der kommt ja hier von. Ey, es ist so lange her, dass ich Generations wieder gespielt habe. Derselbe Fehler wird nicht nochmal vorkommen. Oha. Und runter. Wir lassen uns nicht einholen, wir lassen uns nicht einholen. Ja. Bam. Ein Skateboard, yo! Let's go! Oh, ich würde würde ich gerne irgendwie wieder hochkommen. Ich würde voll gerne wieder mit dem Skateboard fahren. Aber das habe ich jetzt ein bisschen verkackt, glaube ich, mit dem Skateboard. Nein, das hat so cool ausgesehen. Und rüber da. Sogar wo wir jetzt gerade ein extra Leben bekommen haben, da kamen diese zwei grünen Pfeile dazu. Ich glaube, das ist nochmal so im Game nicht. Oha. Oh. Und auf geht's. Oh, hey, hey. Guck mal, wie schnell der ist. Warum ist der so schnell? Der war doch niemals so schnell. Immer weiter nach oben, also. Immer weiter nach oben. Und schnell weg. Der fährt hier richtig in den Screen rein. Oh, aber das ist eine sehr coole, geile, gelungene Mod. Es macht super viel Spaß, nochmal so Generations zu spielen. Wie findet ihr diese Mod, Freunde? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wollt ihr mehr von so einer Art Sonic-Videos sehen? Lasst es mich auch da wieder gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich an alle, die bis hierhin zugesehen haben. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.